Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag, meine lieben YouTuber. Willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950 und DDR Volkspolizei. Ich heiße euch herzlich willkommen hier in meinem lebhaften Hobbyheimmuseum. In diesem Video möchte ich ein Feedback abgeben zu dem gestrigen Tag. Und es ist wichtig, dass ihr bis zum Ende des Videos dranbleibt und zuhört, was ich euch hier zu sagen habe. Denn es könnte auch wichtig für euch sein. Also folgendermaßen, für alle, die mal die Gedenkstätte Marienborn Grenzkontrolle besuchen möchten, wo die Autos und LKWs und auch Menschen überprüft worden sind, vom Zoll abgefertigt worden sind, das, was ich da eben gerade hochgeladen habe. Wichtig ist, dass ihr wisst, das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Also es ist nicht gestattet, über diesen Platz zu fahren. Es ist auch nicht gestattet, quasi, also die Filme, also beziehungsweise die Räumlichkeiten, die ich da verfilmt habe, das war jetzt nicht das Problem, aber vor diesen Räumlichkeiten bei dieser Grenzkontrolle da stehen, das ist auch nicht gestattet. Ich wusste das nicht, weil ich bin da ja, wie ihr das im Video gesehen habt, so ein bisschen über den Platz gefahren. Und habe mich dann ja dahingestellt, um dann die Räumlichkeiten, die zumindest begehbar waren, zu verfilmen und auf meine Art und Weise ein bisschen zu erklären, auch wenn nicht zu 100%. Und dann ja, lief da ein Sicherheitsbeamter rum und der hatte mich gefragt, ob das mein Fahrzeug da draußen wäre. Dann habe ich gesagt, ja, warum? Und ich weiß nicht, ob er einen schlechten Tag hatte, keine Ahnung, man will sich ja jetzt auch nicht irgendwie an alles hochziehen, weil jeder Mensch hat mal einen schlechten Tag, das gehört zum Leben dazu, dass wenn mal was ist, dass es auch mal, sage ich mal, so Situationen gibt, wenn du das 100-mal sagen musst, dass dir der Kragen platzt und ich war wahrscheinlich einer von denen, die es dann abbekommen haben. Ich habe einfach gedacht gehabt, man kann da stehen, man kann da mal über den Platz fahren. Weil ja dort auch viele Touristen waren mit ihren Elektrofahrrädern. Aber tatsächlich ist es verboten, dort zu stehen. Wenn ihr dort steht, dann hat der Sicherheitsbeamte, der nicht aus dem Osten kommt, wie ich ihn gestern gefragt hatte, und der auch nicht bei der Grenze früher gearbeitet hat, die Möglichkeit, die Ordnungshüter zu rufen und gegebenenfalls euch einen Platzverweis zu erteilen. Also das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, was dort auch nicht gerne gesehen wird, obwohl man ja die ganze Geschichte der DDR, was da so vorgefallen ist, sich dort innen drinne auch anhören kann, wie das so bei vielen verschiedenen anderen Museen ist. Da nimmt man ja diesen Hörer und dann kann man ja die Sprachfunktion auswählen und dann sich die Geschichte anhören, was da halt früher so vorgefallen ist. Man möchte also nicht, dass man dort auf dem Platz fährt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man möchte nicht, dass man vor den Anlagen, die man da begehen darf, dass man da nicht steht. Dafür sind die vorgesehenen Parkplätze auf dem Platz für Besucher vorgesehen. Sowohl als vor dem Museum, als auch da hinten, wenn man da durch diese Waldstrecke da reingefahren kommt, weil die ist ja speziell, na, ich würde mal sagen, für Autofahrer auch, aber auch für Fußgänger, Fahrradfahrer und auch Zweiradfahrer, weil wir dürfen ja nicht mit unseren Maschinen auf die Autobahn, deswegen fährt man ja quasi dann durch das Dorf da die Waldstrecke lang. Sehr, sehr holprige Straße, sehr, sehr wackelig und man möchte nicht, das ist übrigens dort auch in Marienborn verboten, keine Uniform oder sonstiges, wo irgendwas von der DDR draufsteht, weil man vermittelt dann, dass man quasi ja, die DDR früher heute dann noch quasi so feiern würde. Man würde das ganze Ansehen so präsentieren auf diesem Gelände, als wenn man davon überzeugt ist, was da allgemein früher so passiert ist, sowohl Gutes als auch Schlechtes. Ja, das hat er mir in einem sehr, sehr rauen Ton gesagt. Das war einmal der Sicherheitsbeamte und einmal der andere, der dort auch wahrscheinlich,
Ich tippe mal, dass der andere, der war auch einer, der die Führungen dort gemacht hat, weil dort machen die auch Führungen. Und ja, der Sicherheitsbeamte hat halt gesagt gehabt, nicht vor den Anlagen parken, nicht auf der Anlage fahren. Und der andere hat halt zu mir gesagt gehabt, dass DDR-Klamotten, wo DDR draufsteht oder irgendwelche Uniformen oder was sonst damit zu tun hat, ist verboten. Also es ist jetzt nicht, ich sag mal, so schlimm, wenn du jetzt mit einem Trabi kommst oder so wie ich mit der Simson und da steht jetzt Volkspolizei oder sonst was drauf, aber man sollte sich einfach auf den Parkplatz stellen und habt ihr dann irgendwie DDR-Klamotten, Jacke oder sonst irgendwas, dann bitte ausziehen und dann einfach in ganz normalen Klamotten über den Hof laufen. Also ich habe mich ja schon gestern dann ausgezogen, weil mir ja warm war, aber meine Sportjacke gut. Ich habe auch versucht, in sachlichem Ton mit den Menschen zu sprechen, leider Gottes ohne Erfolg. Wir mussten das akzeptieren. Also wisst ihr Bescheid, nicht über den Platz fahren, nicht vor den Anlagen stehen bleiben und keine DDR-Klamotten tragen. Egal, was so mit der Sache zu tun hat. Weil sonst wird das so dargestellt, als wenn man das Ganze feiern würde, was früher passiert ist. Und die Anordnung kommt in dem Sinne nicht von den Sicherheitsbeamten oder von den Menschen, der dort die Führungen macht, sondern das kommt von der Leitung ganz oben, die das quasi da den Menschen zur Verfügung stellt, sich das nochmal anzugucken. Dann wisst ihr Bescheid und ja, wie immer, lasst ein Abo, lasst ein Like da, euer Peter Rockabilly, Kanal 2 1950 und DDR Volkspolizei. Tschüss!